Ich möchte nur wissen, wie man die Scheiben im Gesicht befestigt. Gar nicht. Man legt sich hin und legt sie auf. Was kommt bei dir raus? Dasselbe wie bei dir. Für mich bedeutet das, dass ich mir nicht einmal ein geschenktes Haus leisten kann. Die Möbel, die wir bräuchten, der Garten, die Sauna, Strom, Wasser, Telefon. Aber doch alles geteilt durch vier. Geteilt habe ich schon. Für mein Viertel vom Haus muss ich um ein Drittel mehr Schaufenster dekorieren als bisher. Habt ihr euch eigentlich schon mal überlegt, wie ihr das mit eurem Anteil machen wollt? Die Billy denkt nur noch an das Haus und sonst an gar nichts. Gott sei Dank habe ich noch was am Sparbuch. Bei mir haben das Sparbuch die Kunden. Ostern kriegst du das Geld für die Weihnachtsdekoration, vorausgesetzt, dass Ostern ziemlich spät liegt. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt die Reparatur von dem Auto von der Reimann bezahlen soll. Wahrscheinlich muss ich meins dafür verkaufen. Aber was kriege ich schon dafür, solange es nicht repariert ist? Soll ich dir etwas borgen? Deine Nerven. Guten Morgen, die Hausgemeinschaft. Guten Morgen. Gibt's außer kosmetischen Sachen noch etwas anderes zu essen? Leider nein. Wo sind die herrlichen Sachen, die wir gestern eingekauft haben? Hast du vergessen, dass wir sie gestern im Auto vergessen haben? Dann wird's Zeit, dass ich sie hole. Wenn du Lust hast, die Reimann zu treffen und dich von ihr ausfragen zu lassen, wo die Omi mit meinen Autopapieren ist, dann kannst du ja rausgehen. Die schleicht schon die ganze Zeit draußen im Garten herum und schaut herüber. Die wartet doch nur darauf, dass eine von uns rauskommt und sie fragen kann, was jetzt mit ihrem Autoschaden ist. So viele Auto gibt's hier in der Gegend. Und ausgerechnet in ihr musst du hineinfahren. Das nächste Mal suche ich mir ein anderes aus, okay? Kannst du das mit der Versicherung nicht irgendwie hinbiegen? Nein, weil in meinem Papier ein falscher Name steht. Nämlich mein richtiger. Und bevor sie draufkommt, dass Chris und ich nicht verheiratet sind und die ganze Sache hier auffliegt, zahle ich den Schaden lieber aus der eigenen Tasche. Das Problem ist nur, dass die Tasche ziemlich leer ist. Ich möchte wissen, was die am Sonntagvormittag im Garten zu tun hat. Anständige Frauen kochen um die Zeit schon für ihren Mann. Dieses Problem haben wir Gott sei Dank nicht. Aber auch keinen Mann. Er ist genauso weg wie unsere Lebensmittel. Sag mal, ist der Direktor Werner schon da? Ich sag's dir schon, wenn ich ihn sehe. Du, bitte, wenn er kommt, gib mir ein Zeichen. Ich will nicht dauernd zum Eingang hinschauen. Er muss ja nicht gleich merken, dass ich Filialleiter bei ihm werden will. Na, wenn jemand spürt, dass du auf einen Job angewiesen bist, dann kriegst du ihn nie. Eben, und das bist du ja nicht in Wirklichkeit. Also wenn ich das verdienen muss, was meine Frau von mir für die Scheidung will. Schon, ist er schon da? Nein, 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 du pass auf. Was du nicht verdienst, das kann dir deine Frau nicht wegnehmen. Es gibt auch noch ein Leben nach der Scheidung. Ach, verstehe. Die neue, hä? Du bitte, wie oft muss ich dir noch sagen, dass es keine neue gibt, ist er schon da? Nein, bleib ruhig. Sag mal, was ist das eigentlich für ein Typ, der Werner? Ja, ein Streber mit Traumkarriere. Vom Bürojungen zum Reisebürodirektor. Du, neuerdings macht er jetzt auf gesund. Er frisst überhaupt kein Fleisch mehr. Er frisst lieber den armen Tierlein das Futter weg. Sonst noch was? Er akzeptiert nur Nichtraucher in seiner Umgebung. Wir haben es vorhin schon wieder im Hotel probiert. Er ist einfach nicht zu erreichen. Aber wir müssen ihm doch das mit Kaminski sagen. Irgendwann werden wir ihn erreichen. Und irgendwann wird die Reimann ja mal reingehen. Und dann kannst du rausgehen. Bis dahin bin ich längst verhungert. Übrigens, er ist jetzt da. Wo denn? Ne. Da? Rechts. Ach, das ist er. Suchen Sie mich? Wenn Sie Wächter essen, ja, ein Gespräch für Sie. Sie haben mich gefunden. Du bitte, sprich mit ihm, halt ihn irgendwie auf, ich bin gleich wieder da. Ja? Die Neue hält schon nicht mehr aus ohne dich. Hä? Ich hab dir doch gesagt, dass es keine Neue gibt. Jetzt tu doch nicht so. Also gut, ich gib's zu. Es ist aber nicht eine, es sind drei. Gib doch nicht so an. Danke, ich warte. Sie suchen ihn immer noch. Ah, da bist du ja. Wo steckst du denn? Naja, in der Telefonzelle. Was gibt's denn? Wir sind am Verhungern. Wir können nämlich nicht hinaus, weil die Lilo hat noch immer nicht mit der Frau Reimann gesprochen. Und unsere Lebensmittel sind im Auto. Außerdem war der Herr Kaminski da und hat was von der Scheidung geredet. Und dass er dich dringend sprechen muss.
Ich glaube, er ahnt was. Das hat noch gefehlt. Gib mir mal die Lilo oder Omi, bitte. Ja. Wenn du glaubst, dass du da mehr erfährst. Er möchte mit jemandem von der älteren Generation sprechen. Hallo, Lilo? Sag, was ist eigentlich los bei euch? Und wie kann Kaminski etwas von meiner Scheidung wissen? Diese Putzfrau muss ihm was erzählt haben. Bitte, was kann die schon wissen? Oh ja, Moment. Naja, es kann nur sein, dass sie den Brief von der Anwältin meiner Frau gefunden hat. Ne? Na, großartig. Glaubt er jetzt wahrscheinlich, dass wir uns scheiden lassen? Beruhige dich bitte, Lilo. Ich bin am Abend wieder zurück, da können wir alles besprechen. Ich muss jetzt aufhören. Ich bin ja nicht zum Vergnügen hier. Ich versuche einen Termin wegen dem neuen Job zu kriegen. Da könnte ich wesentlich mehr verdienen als bisher. Ja. Und das brauchen wir dringend, wenn wir das Haus weiter behalten wollen. Ne? Was sagt er? Wir? Er hat zum ersten Mal wir zu uns gesagt. Du, wenn der Kaminski sich wieder meldet, dann halte ich ihn so lange hin, bis du wieder da bist, okay? Also, ja, tschüss. Ja. Mach's gut, Chris. Moment, ich wollte mit ihm noch sprechen. Er war in Eile. Manchmal glaube ich, du machst es mit Absicht. Wo ist der Werner? Auf dem hirschen Krogel. Wo ist das? Dort oben. Was macht er dort? Also, irgendjemand macht dort oben aus Anlass der Casinoeröffnung da unten ein Sektfrühstück. Und er hat eine Besprechung. Er konnte nicht länger auf dich warten. Aber er lässt dir ausrichten, du kannst ruhig zu ihm hinaufgehen und dort oben mit ihm reden. Danke. Alles Gute. Ich hab's dir schon zweimal gesagt. Ich sag's dir auch gern zum dritten Mal. Er war in Eile. Das hätte er mir ja auch selber sagen können, wenn du nicht aufgelegt hättest. Sag, Lilo, glaubst du daran, dass positive oder negative menschliche Schwingungen das Gedeihen von Pflanzen beeinflussen können? Dass zum Beispiel Pflanzen in einem glücklichen Haushalt besser gedeihen als in einem anderen? Ach so. Ich habe schon einiges darüber gelesen. Dann bitte hör auf, bevor meine Blumen verwelken. Was glaubst du, wie sich dein Gummibaum so fühlt, wenn er dich sieht? Wieso? Du hast deine Gurke ermordet, sie in Scheiben geschnitten und in deinem Gesicht bestattet. Und du verschlingst gierig die Karotten. Dachte ich's mir doch, dass du wieder einmal das letzte Wort haben musst. Wenn ich mir vorstelle, wie das wäre, wenn du meine Mutter wärst. Ach, und Chris als Vater kannst du dir wohl besser vorstellen, hm? Wir sind eine Interessensgemeinschaft, in der jeder tun kann, was er will. Solange es nicht gegen die gemeinsamen Interessen ist. Eben. Wir sollten einmal Chris fragen, was er will. Möglicherweise ist ihm weder nach einer Frau noch einer Tochter zumute. Eine reife, mütterliche Freundin wäre vielleicht in der jetzigen Situation das Beste für ihn. Und bis jetzt habe ich gedacht, du bist meine beste Freundin. Hört auf zu streiten. Wer streitet hier bitte? Was macht eigentlich unsere Gewinnerfamilie, Herr Kaminski? Wieso kommen Sie ausgerechnet jetzt drauf, Herr Direktor? Nur so. Ich wollte wissen, wie es Ihnen geht. Alles bestens. Ich war gestern kurz auf Besuch, habe aber nur die Damen angetroffen. Herr Wächter ist auf Dienstreise in irgendeinem Hotel. Ich glaube, Excelsior heißt es. Excelsior? Ist doch heute so eine Casino-Eröffnung. Ja, ich glaube, Sie haben so etwas Ähnliches erwähnt. Auf jeden Fall sind alle rundum zufrieden. Nur die Zentrale nicht. Die haben nämlich schon angefragt, wann die große Werbekampagne losgeht. Aber die Wächter stehen doch auf der Titelseite von unserem Katalog. Das sind immerhin 500.000 Stück Auflage. Nur auf der Titelseite vom Katalog? Sie sollten in allen Zeitungen sein. Mehr Publicity. Sie wollen die Wächters noch mehr vermarkten? Noch mehr? Jeder drittklassige Tennisspieler hat heute einen Werbevertrag, auf dem steht, dass nicht einmal sein linkes Ohrläppchen mehr ihm gehört. Wo ist eigentlich unser Werbevertrag mit den Wächters? In meinem Büro. Unterschrieben, hoffe ich. Selbstverständlich, Frau Direktor. Na, dann können Sie ja morgen die Zeitung anrufen. Ich möchte vorher noch mit Herrn Wächter reden. Das kann ich übernehmen. Ich habe auch eine Einladung ins Excelsior. Ich fahre gern statt Ihnen hin.
Nein, ich fahre. Sie können den Tag nützen und noch ein bisschen üben. Sie sind ja prächtig in Form. Wo Sie nur die viele Zeit zum Trainieren finden. Direktor Werner! Wächter! Ich bin Christian Wächter! Ach ja, Herr Wächter. Schön, dass wir uns endlich treffen, Herr Direktor. Ja, leider haben wir uns vorhin verfehlt. Ist kein Problem. Wir können ja jetzt über meinen Job reden. Ne? Später, unten. Aber Sie sagt nach oben. Ja, ich war früher fertig als geplant. Nehmen Sie den Lift, fahren Sie hinter mir her. Wir treffen uns unten. Ja, da muss ich ja zuerst ganz hinauf. Wieso? Na, wegen dem Lift. Ach ja, richtig. Also, bis dann. Bis wann? Wenn ich unten bin, sind Sie oben. Wenn Sie oben sind und gleich wieder hinunterfahren, sind Sie unten, wenn ich drüben bin. Danke, ich gehe lieber zu Fuß. Wo ist das drüben? Am Golfplatz. Bis später. Hat mich gefreut, Sie kennenzulernen, Herr Direktor. Und rauchen Sie nicht so viel. Wir brauchen aber wirklich dringend, Frau Wächter. Ja, meine Chefin will Sie ins Hotel fahren und über mehr Werbung reden. Ja, Werbung mit Ihnen allen auf Plakaten, in Zeitungen, im Kaufhaus. Meine Chefin darf auf keinen Fall etwas von dieser Scheidung erfahren, sonst trennt sie sich nämlich von mir. Gut, geben Sie mir wenigstens die Telefonnummer von diesem Hotel. Danke. Wächter hier. Ich muss dringend meinen Mann sprechen. Ja, Herrn Christian Wächter. Holen Sie ihn eben herunter. Wenn der Kaminski zum Chris fährt, fahre ich auch hin. Mir ist die ganze Sache nicht geheuer. Wie willst du denn fahren? Was wie? Dein Auto ist kaputt und außerdem lauert die Reimann im Garten. Du kannst mein Auto haben. Lilo, ich kann ohnehin nicht mitkommen, weil ich ins Theater muss. Wenn ich noch einmal zu spät komme, muss ich mir auch einen neuen Job suchen. Und die Reimann? Das ist meine Sache. Unsere Sache. Ich fahre nämlich mit. Ah. Moment. Jetzt, schnell. Hallo? Ja, wer spricht dort? Reimann. Oh, haben Sie nicht die Nummer 75817? Oh, das tut mir leid. Entschuldigen Sie vielmals. Falsch verbunden. Dann links und die zweite rechts und dann sind Sie am Golfplatz. Im Übrigen können Sie ihn gar nicht verfehlen. Er ist ja nicht gerade klein. Ja, große Wiesen gibt's ja genügend hier. Ja, aber ohne Löcher. Vergessen Sie die Löcher nicht. Ja. Im Übrigen, sind zwei Anrufe für Sie, Herr Wächter. Ja, danke. Hallo Chris, was machst du denn da? Ja, das Gleiche wie du, ne? Die ganze Reisebranche trifft sich doch hier. Das ist Chris, mein noch immer Mann. Das ist Mike. Ja, meine Frau hat mir erzählt, dass Sie Pilot bei einer englischen Fluglinie sind. Ja, richtig. Das muss unangenehm sein, ne? Immer nur links zu fliegen. Bitte, Chris. Entschuldige bitte, ich hab gedacht, dass der alte Witz gut zu deinem neuen Freund passt. Ne? Ich denke, ich gehe erst einmal nach oben.
du hältst sie wohl für sehr originell, was? Hast du schon mit meiner Anwältin gesprochen? Das war das teuerste Telefonat meines Lebens. Sag mal, willst du deinem Typ vielleicht ein eigenes Flugzeug kaufen? Ich will nur, was mir zusteht. Ich dachte, das hättest du schon. Du weißt genau, was ich meine. Bitte, lass mich in Ruhe und dich scheiden. Ja, tut mir leid. Ich glaube dir weder, dass du keine Ablöse für unsere Wohnung bekommen hast, noch, dass du keine Freundin hast. Na, weder noch. Wenn ich Geld hätte, hätte ich einen neueren Anzug. Ne? Freundin habe ich auch keine bei mir. Du kannst mich durchsuchen. Na, ich an deiner Stelle wäre nicht so gut aufgelegt. Wiedersehen. Herr Wächter jetzt endlich da. Können Sie mir seine Zimmernummer geben? Aha, 308, danke. Wenn wir jetzt immer geradeaus fahren, können wir die Abzweigung nach links, dann nach rechts und dann nach links überhaupt nicht verfehlen. Umständlicher geht nicht, hm? Ich habe die Karte ja nicht gezeichnet. Angenehm ruhige Fahrt. Soll das heißen, dass ich zu langsam fahre? Omi fährt dagegen direkt sportlich. Du, also erstens gehört das Auto nicht mir. Und zweitens kommen wir schon noch zurecht. Vielleicht ist es Chris gar nicht recht, dass wir kommen. Wieso? Es könnte ja sein, dass er sich im Hotel ein nettes Wochenende macht. Na und? Mit einer schönen Frau zum Beispiel. Mir völlig egal, was Chris in diesem Hotel macht. Wirklich? Du glaubst doch nicht, dass du mich eifersüchtig machen kannst. Bist du ja schon. Immer noch auf Herr Wächter. Ja! Page? Wenn Sie Herrn Wächter gefunden haben, bitte bringen Sie ihn als erstes zu mir. Hier sind 20 Schilling. Danke. Können Sie mir bitte 15 rausgeben? Oh.
Kann ich bitte den Schlüssel vom Zimmer meines Vaters haben? Darf ich fragen, wie der Name ist? Wächter. Ich soll nur schnell Zigaretten von oben holen. Danke. Es waren schon einige Anrufe für Herrn Wächter. Danke, ich werde es mir ausrichten. Da sind Sie ja. Ich hoffe, es stört Sie nicht, wenn wir jetzt über das Geschäft sprechen. Ah, wunderbar. Na ja, dann kann ich Ihnen ja kurz erklären, worum es geht. Ah, nachdem Sie aus der Branche sind, brauche ich Ihnen ja nicht viel über das Reisebürogeschäft erzählen, nicht wahr? Ich habe vor allem das Fernreisegeschäft betreut. Von der Gruppenreise bis zur Single-Tours. Ich weiß, was Sie wissen wollen. Pro Jahr hatte ich ungefähr 10% Zuwachsrate. Nun ist es ja bereits ein offenes Geheimnis, dass bei Ihnen ein Job als Filialleiter frei ist. Was wollen Sie eigentlich von mir? Nichts, jetzt nichts mehr. Es sei denn, Sie wissen, wo ich Herrn Direktor Werner finde. Den habe ich vorher in der Sauna gesehen. Draußen bleiben! Mach ich. Wächter, Christian Wächter. Ach, Sie sind's. Können wir dann reden? Ich verstehe Sie nicht. Ob wir dann reden können? Sie müssen lauter reden. Lauter kann ich nicht. Reden wir später. Wann? Wo? Ach, irgendwo oben. Ich warte oben. Danke. Kaminski ist auch gerade angekommen. Ja, Wächter hier. Wenn mein Mann kommt, sagen Sie ihm bitte, er möchte sofort zu mir ins Zimmer kommen. Und legen Sie ihm bitte einen Zettel ins Fach und lassen Sie ihn noch ausrufen, ja? Danke. Irgendwann muss er ja zurückkommen. Kannst du mir bitte was zum Essen bestellen? Ich sterbe vor Hunger. Wenn Sie mit den Erdäpfeln fertig sind, können Sie mit den Karotten anfangen. Wir haben mit Bären.
Herr Wächter? Ja, was ist? Ich habe eine dringende Nachricht für Sie. Ihre Frau ersucht Sie sofort, auf Ihr Zimmer zu kommen. Meine Frau? Ja, so hat sie sich ausgedrückt. 212. Achtung, Roomservice. Roomservice, Achtung. Eine Beschwerde. Zimmer 912. In der Leberknödelsuppe fehlt angeblich ein Leberknödel. Eine Bestellung für 308 und zwar einmal Sandwich, besonders rasch, wenn es geht, bitte. Ja, bitte? Du? Ich hab gedacht, das ist der Roomservice. Tja, und ich dachte, du wolltest mit mir sprechen. Oh, Herr Wächter, ist Ihnen noch ein Engländerwitz eingefallen? Na da, bitte. Der braucht zum Anziehen auch länger als du. Und mir hast du es immer vorgehalten. Also, wenn du mir sonst nichts zu sagen hast, dann würde ich dich bitten, unsere Unterhaltung ein anderes Mal fortzusetzen. Aber du hast mich doch gebeten, sofort auf dein Zimmer zu kommen. Wer sagt das? Der Mann in der Rezeption. Also, ich war das nicht. Aber es ist nicht uninteressant, dass dich offenbar irgendeine Frau auf ihr Zimmer bestellt hat. Ja, bitte? Tja, das muss alles ein Missverständnis sein, ne? Und es wäre nicht das erste in unserer Ehe. Bitte? Nein, da bin ich nicht mehr zuständig. Ja, ich will euch nicht länger beim Feiern stören. Ja? Ach, das ist aber schnell gegangen. Waren Sie denn hier? Das könnte ich Sie ja nicht auch fragen. Schönes. Christiane. Sagen Sie, wie hat die eigentlich ausgesehen, diese Frau? Schwer zu sagen. Ich habe mit ihr nur telefoniert. Na ja, dann geben Sie mir jetzt bitte meinen Schlüssel. Den Schlüssel hat vorhin Ihre Tochter. Na ja, dann gehe ich jetzt erstmal wieder hinauf, ne? Danke. Meinen Sie mich? Eigentlich habe ich jemand anderen erwartet. Wen denn? Herrn Wächter. Wissen Sie, wo er ist? Nein, aber ich wollte mit ihm reden. Ich auch. Er ist leider nicht da. Ja, aber das ist doch sein Zimmer, oder? Ja. Sind Sie ein Kollege von ihm? Ich habe Sie noch nie im Reisebüro gesehen. Wir arbeiten jetzt kurze Zeit zusammen. Soll ich ihm was ausrichten? Sagen Sie ihm seine... Nein, sagen Sie ihm gar nichts. Und natürlich ist es so, dass der Markt heute für alle Möglichkeiten offen ist. Sehen Sie, mir geht es eigentlich mehr um meine persönlichen Möglichkeiten, nicht? Ja, das verstehe ich gut. Schließlich hat ein Mann mit Ihren Erfahrungen und Ihren Branchenkenntnissen einen Platz an der ersten Stelle verdient. Finde ich den bei Ihnen? Das kann ich im Moment leider nicht sagen, Herr Wächter. Ja? Herr Wächter zum Telefon, bitte dringend. Ja, bitte, ich bin sofort wieder da, Herr Direktor. Wo denn? Da drüben. Der ja, ich bin gleich wieder da. Ja, Wächter? Ja, warte. Herr Kaminski, wie geht's? Wie ist das Wetter in der Stadt? Ah, Sie sind gar nicht in der Stadt. Nein, ich bin hier und meine Chefin ist auch hier. Geben Sie ja Acht, dass Sie ihr nicht begegnen. Okay. Sagen Sie, was machen Sie überhaupt hier? Darüber muss ich mit Ihnen reden. Sofort. Ja, wo sind Sie denn? Ist außer Ihnen noch wer auf meinem Zimmer? Ach ja, vielleicht hätte ich ein größeres Zimmer nehmen sollen, ne? Also, ich komme gleich hinauf, ne? Ich muss nur noch kurz mit wem reden. Ja? Gleich, ja, ja. Direktor Werner? Direktor? Ja? Das Zimmer von Herrn Wächter, bitte. Na,
Das haben wir gerade noch geschafft. Hallo? Hallo, Herr Wächter. Hier ist Frau Direktor Schwarz. Sie wissen schon, vom Kaufhaus. Hätten Sie was dagegen, wenn ich kurz zu Ihnen hinaufkomme? Wie? Herr Wächter, ich kann Sie so schlecht verstehen. Hallo? Wir müssen heraus. Sie kommt darauf. Na endlich, Wächter. Schön, dass ihr da seid. Später. Wir müssen erst einmal einen Ort finden, wo wir in Ruhe reden können. Na, gnädige Frau, wo fahren wir denn hin? Zum Tierarzt? Den Bären geht es gut. Aber wenn Sie Beschwerden haben, dann können Sie einen aufsuchen. Ich muss in die Stadt, ins Theater. Aber schnell bitte. Eigentlich geht's mich ja nichts an. Aber wieso nehmen Sie den Bären ins Theater mit? Sie sagen es. Was? Dass es ja eigentlich gar nichts angeht. Ich gehe ja nicht oft ins Theater, aber einmal habe ich ein Stück gesehen, wo sich einer einbildet, dass er mit einem riesengroßen Meerschwein befreundet ist. Und das Meerschwein ist unsichtbar. Oder zumindest nur er kann es sehen. Haben Sie das gesehen? Wieso? Wenn es unsichtbar ist? Ich meine doch das Stück. Natürlich. Es heißt mein Freund Harvey. Richtig. Das war lustig mit dem Meerschwein. Das Meerschwein ist ein Hase. Aber das müssten Sie eigentlich wissen, wenn Sie es gesehen haben. Wenn es doch unsichtbar ist. Er. Wer? Der Hase. Übrigens ist er nicht so riesengroß. Er ist so groß wie ein Mensch. Oder... ein bisschen größer? Na, ist doch ziemlich groß für einen Hasen, ha? Aber man sieht es sowieso nicht. Ihn? Wen? Na, den Hasen. Sie haben ja gesagt, dass es ein Hase und kein Meerschwein ist. Sie können sich ja zu Ihrer Lieblingszahl setzen. Sie wissen ja bereits, worum es geht. Natürlich. Ihre Chefin will uns noch viel mehr ausschlachten als bisher. Wir wollen nur die Fotos, die für den Katalog von Ihnen gemacht wurden, auch an die Presse weitergeben. Tja, und was hindert Sie daran, die Fotos zu veröffentlichen? Erstens brauche ich dazu Ihre Zustimmung und zweitens gibt es da ein Gerücht, dass Sie sich scheiden lassen wollen. Na und? In glücklichen Familien, die bei uns Häuser gewinnen, gibt es keine Scheidung. Also ich finde, dass ihr das eigentlich sehr wenig angeht, Herr Kaminski. Als Mensch ja. Als Werbeleiter nein. Ich verschenke doch kein Haus an eine Familie, die keine ist, weil sie eben durch eine Scheidung auseinanderfällt. Nein, so geht das sicher nicht. Das wäre eine Riesenblamage für uns. Ein Branchenflop sondergleichen. Ich sehe schon die Schlagzeilen. Familienfreundliches Kaufhaus unterstützt Scheidungswillige. Wie soll das Ganze jetzt weitergehen? Ganz einfach. Herr und Frau Wächter lassen sich eben nicht scheiden. Aber ich denke ja gar nicht daran. Herr Wächter, vorhin hat eine Dame an Ihre Zimmertür geklopft und Sie gesucht. Ich nehme an, dass sie der Scheidungsgrund ist. Ich persönlich finde Ihre Frau hier weit sympathischer und attraktiver. Ja, aber Sie haben ja keine Ahnung, wovon Sie reden. Die Frau, die Sie gesehen haben, ist... Chris?
Überleg dir bitte, was du sagst. Es könnte ja sein, dass Herr Kaminski einen falschen Eindruck von uns bekommt. Ich habe von Anfang an gewusst, dass die Sache schiefgehen wird. In jeder Ehe gibt es Probleme. Und die lassen sich auch lösen. Richtig. Wir bringen alles in Ordnung und Herr Kaminski kommt zu seiner Werbung. Nein. Ich bin es leid, mich verstecken zu müssen. Vom Anwalt meiner Frau verfolgt zu werden und im Büro meine Adresse zu verheimlichen. Es tut mir leid. Wir sind gar nicht verheiratet, Herr Kaminski. Oh Gott. Ja, warum lassen Sie sich dann scheiden? Sie verstehen wohl nicht. Ich bin mit einer anderen Frau verheiratet, nicht mit dieser hier. Sie sind nicht mit Frau Wächter verheiratet? Nein, deswegen heißt sie auch nicht Wächter, sondern Flor. Verstehe nicht. Wir sind gar keine Familie, Herr Kaminski. Oh doch, zumindest Oma und ich sind eine Familie. Teilweise. Das wird wahnsinnig. Das hilft uns jetzt auch nicht weiter. Also ich glaube, damit wäre die ganze Sache wohl erledigt. Hm? Was soll ich meiner Chefin sagen? Also das ist Ihr Problem, Herr Kaminski. Sie haben uns für eine Familie gehalten. Sie haben uns das Haus aufgedrängt und Sie haben in uns immer die glückliche Familie gesehen. Und Sie klären das alles erst jetzt auf. Entweder ich bringe mich um oder meine Chefin tut es für mich. Herr Wächter, Sie müssen sich sofort scheiden lassen. Sie müssen. Ah, vorhin waren Sie doch dagegen. Hm? Von Ihrer jetzigen Frau scheiden lassen, diese Frau heiraten. Ich bin doch nicht irre, einfach meinen Mann zu heiraten. Warum nicht? Er ist im besten Alter, hat einen guten Job und ist Hausbesitzer. Also das mit dem guten Job, das stimmt noch nicht und das mit dem Hausbesitzer nicht mehr. Doch. Wer hindert Sie denn daran, in diesem Haus zu bleiben? Sie schlagen das vor? Natürlich. Wenn ich aus dem Kaufhaus fliege, finde ich überhaupt keinen Job mehr. Und so jung bin ich auch nicht mehr. Und das in einer Branche, wo Geburtsurkunden jüngeren Datums schon als Befähigungsnachweis gelten. Bitte, Herr Wächter, ich bitte Sie. Naja, wenn wir Ihnen damit einen Gefallen tun können, warum nicht? Also, heiraten will ich auf gar keinen Fall. Sehr reizend, wie man hier behandelt wird. Es ist natürlich klar, dass das Ganze höchst vertraulich behandelt wird. Ja? Verzeihen Sie bitte die Störung, aber wir müssen die Öffnung vorbereiten. Bitte. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie noch einmal frage, aber warum nehmen Sie den Bären wirklich ins Theater mit? Sonst ist er so allein zu Hause. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, Sie in unserem Haus begrüßen zu dürfen. Bedauerlicherweise musste eine unserer Hauptdarstellerinnen wegen Erkrankung absagen. Wir haben uns aber bemüht, einen geeigneten Ersatz für Sie aufzutreiben. Leider kann diese Dame jedoch aufgrund einer Flugzeugverspätung keinesfalls rechtzeitig zur Vorstellung kommen. Wir suchen aber weiterhin nach einem Ersatz und bitten um etwas Geduld. Ich glaube, der Ersatz ist gefunden und die Vorstellung kann in wenigen Minuten beginnen. Wir müssen so schnell wie möglich hier weg, bevor uns noch passiert. Also gut. Ich fahre mit euch. Ich muss nur vorher noch mit Direktor Werner wegen meinem Job reden. Ne? Sie suchen einen Job? Ja, damit Sie Ihren Job behalten können. Also bis gleich. Ne? Da geht's mein Herr nicht immer mutig zu. Da schmeckt das Essen, schmeckt die Ruhm. Die armen Weiber sind doch übel dran. Ein Hagestolz. Hasestolz. Ist schwerlich zu bekehren. Es käme nur auf euresgleichen an, mich eines Besseren zu belehren. Sagt, grad, habt ihr
Noch nichts gefunden? Hat sich... Mein Herz. Das Herz noch nirgends gebunden? Das Sprichwort sagt, ein eigener Herd, ein braves Weib sind Gold und Perlen wert. Nein, ich wollte sagen, habt ihr niemals Lust bekommen? Man hat mich überall stets höflich aufgenommen. Ich wollte sagen... Wird's nie ernst? War's nie ernst in eurem Herzen? Mit Frauen sollte man sich nicht unterstehen zu scherzen. Oh nein, ihr versteht mich nicht. Das tut mir leid. Doch ich verstehe, dass ihr sehr gütig seid. Ich bin nicht passend gekleidet und außerdem in Eile. Sagen Sie, wissen Sie schon etwas wegen dem Job? Ach ja, Sie wissen ja, dass ich heute einige Besprechungen hatte. Und? Nun, es hat ein positives Ergebnis gebracht. Der Job ist fixiert. Sehr gut. Finde ich auch. Immerhin bin ich jetzt Vorstandsdirektor des größten Reisebüros. Sie sind weg von Ihrer Firma? Was ist mit meinem Job? Ach, Sie können ja mal mit meinem Nachfolger telefonieren. Und wer ist das? Keine Ahnung. Noch etwas, Herr Wächter. Ja? Bitte brauchen Sie nicht so viel. Bitte, was machst du da? Irgendwer muss deine Sachen ja zusammenpacken. Ist irgendetwas? Ja, nichts. Ich habe den Job nicht bekommen, weil Direktor Werner einen neuen Job bekommen hat. Tut mir leid. Tja, an mir erst. Ja. Jetzt müssen wir eben anderswo auch Geld auftreiben, ne? Wir schaffen das schon. Glaubst du? Weiß nicht, wie das alles weitergehen soll. Im Moment geht alles schief. Und dieser Moment, der dauert bei mir schon ein paar Jahre. Ach, komm, Chris. Jetzt geht doch alles erst richtig los. Und langweilig wird uns sicher nie. Stimmt. Ich sehe schon wieder eine Menge Probleme auf uns zukommen. Was war das? Der Beweis, dass ich mich immer in schwierige Fälle verliebe. Sollten wir jetzt nicht endlich fahren? We'll be right back.